In der ersten Halbzeit gut, in der zweiten noch besser. Johannes Bitter war in einer super Verfassung und mit 23 Paraden zu jeder Zeit ein Rückhalt beim Sieg gegen Gummersbach. Stark beim Gegenstoß, stark beim Abschluss, auch aus unmöglichem Winkel. Jeffrey Boomhauer besiegt mit Melsungen die SG Flensburg-Handewitt und spielt sich in die Mannschaft des Spieltags. Niklas Pietschkowski zeigte starke Rückraumwürfe und war mit 6 Treffern bester Werfer des TuS N. Lübbecke. Domagoj Duvniak war Kiels bester Werfer gegen Lübbecke. Ob zur Führung in Unterzahl oder bei drohendem Zeitspiel, seine 9 Treffer machte er in den wichtigen Momenten. An Bogdan Kritiotoju lag es nicht, dass der THSV Eisenach gegen die Füchse verlor. Schließlich machte er schon 10 der 28 Eisenacher Tore. 9 Tore und eine Wurfquote von fast 90%. Michael Spatz war ein wichtiger Mann beim ersten Saisonsieg der Wild Boys und steht deshalb in unserer Mannschaft des Spieltags. Melsungen schlägt Flensburg. Mit 9 Treffern hat Marino Maric maßgeblich zur Überraschung des Spieltags beigetragen.